Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist der 11. März und es ist Sitzungswoche. Das heißt, es wird wieder hart gearbeitet, was nicht heißt, wenn nicht Sitzungswoche ist, dass es nicht gemacht wird. Da sind die Abgeordneten, so wie heute mein Gast, Frau Dr. Eva Högel, herzlich willkommen in Ihrem Wahlkreis und dann wird genauso hart gearbeitet. Dankeschön. Das ja. Müssen wir mal klar sagen, nicht? Ja, wenn nicht Sitzungswoche ist, dann sind wir in unseren Wahlkreisen. Wobei, ich war diese Woche in Israel und Palästina und habe die Wahlkreiszeit jetzt mal genutzt, um im Ausland mich umzusehen. Da will ich gleich nachhaken. Das wusste ich nicht, dass Sie da in Israel und Palästina waren. Was war das? Für einen Ausschuss oder privat? Nee, das war dienstlich und ich mache das einmal im Jahr. Ich mache nicht Außenpolitik, aber ich interessiere mich sehr für die Region. Und wir sind eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten der SPD, die einmal im Jahr für rund eine Woche nach Israel und Palästina reist und immer genau die Hälfte der Zeit Israel und Palästina. Und dieses Jahr hatten wir das spannende Thema Start-ups und künstliche Intelligenz. Und wir schauen uns dieses Thema dann immer auf beiden Seiten an. Und ich habe wahnsinnig viel Innovation kennengelernt und Israel ist ziemlich weit vorne bei moderner Technologie. Ich wollte doch sagen, die sind doch quasi die Überflieger. Ja, ich habe was ganz Starkes entdeckt und zwar Orcam My Eye. Das ist eine kleine Kamera, die tatsächlich Bücher. Orcam My Eye. My Eye. Genau. Cam, Kamera, My Eye, mein Auge. Genau. Und OR. Das ist die Firma. Ach so. Genau, genau. Und die lesen dann vor Texte und Bücher, die erkennen auch Personen und flüstert, dieses kleine Gerät flüstert einem das dann ganz unauffällig ins Ohr. Sehr spannend. Für Menschen mit Sehbehinderungen und Blinde wirklich eine tolle Unterstützung. Frage unter uns. Hört das kleine Gerät auch Ihre Gedanken? Nein, ich glaube noch nicht. Aber daran wird gearbeitet. Noch nicht. Daran wird gearbeitet. Also die sind ziemlich weit vorne. Die sind ganz weit vorne, was künstliche Intelligenz angeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass die im militärischen Bereich sehr viel forschen. Wir waren auch bei Rüstungsunternehmen und haben uns zum Beispiel Drohnen angeschaut und Raketentechnologie. Die Bundeswehr mietet in Israel. Genau, die leasen die von Israel, ganz genau. Die haben wir uns angeschaut, diese Drohnen. Und das war wirklich ausgesprochen spannend dieses Jahr. Aber ich frage mich immer, wieso müssen wir von Israel Drohnen leasen, wo wir doch in Europa auch eine hohe Militärtechnologie haben? Schaffen das deutsche Firmen nicht, die zu bauen? Ja, ganz offensichtlich ist der Fortschritt doch ein bisschen weiter in Israel, aber so genau bin ich mit den Details der Militärtechnologie jetzt auch nicht befasst. Aber die Drohnen scheinen wohl so gut zu sein, dass wir sie leasen. Naja, eigentlich schade drum, können wir eigentlich auch selber bauen. Ja. Ja, wie sieht es aus in Palästina? Ist Palästina, gehört Gaza dazu oder gehört Gaza nicht dazu? Ja, oder was gehört dazu. Palästina ist zweigeteilt. Ist das Westbank. Genau, es ist zweigeteilt, Westbank und Gaza. Und wir vertreten ja immer noch sehr tapfer die Zwei-Staaten-Theorie. Das heißt, wir arbeiten daran, soweit wir das können als Deutsche, dazu beitragen, dass es zwei Staaten gibt, Israel und Palästina. Aber die Voraussetzungen werden von Jahr zu Jahr schlechter, dass das überhaupt realisiert werden kann. Einerseits durch die Siedlungspolitik Israels, die wir ja auch kritisieren als Deutsche. Und auf der anderen Seite ist in Palästina natürlich auch die Situation sehr instabil. Vor allen Dingen gibt es seit 2006 keine Wahlen mehr. Da waren die letzten Wahlen. Der Präsident Mohammed Abbas, der wird immer älter, der ist über 80, was ein guter, toller Mann ist. Und Alter ist kein Kriterium. Aber es ist natürlich die Frage, wie lange macht er noch und wer folgt ihm dann? Und der Ministerpräsident, den wir auch getroffen haben, ist jetzt gerade abgesetzt worden. Und jetzt gibt es auch eine sehr instabile Lage in Palästina. Und in Israel gibt es am 9. April Wahlen. Also in der Region ist einiges los. Aber ich frage mich immer, wie das funktioniert. Da ist eine Mauer, die ist dreimal so hoch wie die Berliner Mauer. Ja, in Bethlehem. Ganz 10 Meter hoch. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Berliner Mauer war knapp 3 Meter. Das ist 10 Meter hoch. Ist das nicht deprimierend, wenn man da durchfährt? Das ist fürchterlich. Die ganzen Grenzkontrollen sind ganz schrecklich und viele Menschen. Auch für Bundestagsabgeordnete? Wir spüren das nicht so. Und dieses Jahr war es sehr wenig. Das hat uns auch gewundert. Und wir reisen natürlich mit unserem Diplomatenpass. Also wir haben da schon einen leichteren Durchgang. Aber zum Beispiel die Palästinenser aus Ost-Jerusalem, die dort leben, aber in Ramallah arbeiten oder umgekehrt, die müssen zum Teil 2 Stunden zur Arbeit fahren und nicht Fahrweg, sondern weil sie so lange an den Checkpoints stehen und kontrolliert werden. Also unfreundliche Behandlung, das noch ja, milder ausgedrückt. Viel Schikane auch natürlich. Ne? Und dann natürlich auch immer noch die Gefahr der gewalttätigen Auseinandersetzung, war jetzt gerade am Wochenende wieder, nicht? Raketen aus Gaza, Bomben aus Israel als Antwort. Ne? Also
die Region kommt nicht zur Ruhe. Und das ist so schade, weil da leben so tolle Menschen. Das ist so eine blühende Region, ein fantastisches Stückchen Erde und tatsächlich so unruhig. Waren Sie auch in Gaza? Dieses Mal nicht, 2010 das letzte Mal. Das ist natürlich noch mal deprimierender. Und wir würden gerne mal wieder nach Gaza, um uns da auch das anzusehen, wie es da aussieht. Aber wir werden nicht mehr reingelassen. Also die Israelis haben auch, die das ja entscheiden, ob man nach Gaza reinkommt oder nicht, ob sie einen reinlassen. Die haben auch Sorge, Sicherheitsbedenken. Sie können nicht einfach sagen, ich bin Bundestagsabgeordnete und ich will jetzt nach Gaza. Nein, das entscheiden. Da sagen die nö. Genau, also Freizügigkeit gibt es für Bundestagsabgeordnete in Israel und Gaza nicht. Das muss man schon beantragen. Muss man sich mal anhören. Aber es lohnt sich, sich für diese Region zu engagieren. Und ich hoffe ganz doll, dass der Friedensprozess auch eine neue Chance bekommt. Ich war dieses Mal auch im Rabin-Center und habe mich noch mehr erinnert an diesen schlimmen Anschlag und an die Ermordung Rabins. Und da war der Friedensprozess ja auf der Höhe, nicht die Osloer Verträge. Und davon lebt die Region immer noch ein bisschen, aber das muss dringend erneuert werden. Und schade ist, dass sich Amerika nicht mehr kümmert um die Region, sondern Trump sogar die ganz falschen Akzente setzt. Aber hat die Botschaft ja von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Ja. Die deutsche Botschaft ist immer noch in Herzliya. Genau. Ja? Und genau. Nicht in Jerusalem. Genau. Und da soll sie auch bleiben? Ja. Es gibt keine Pläne. Im Gegenteil, in Tel Aviv wird neu gebaut. Die Botschaft zieht also um, aber sie zieht logischerweise nicht nach Jerusalem, weil das völlig falsche Signal wäre. Ist auch angesprochen worden von Ihnen, dass Netanyahu bei der Bundesregierung angemahnt hat, sich darum zu kümmern, dass im Jüdischen Museum keine Veranstaltungen stattfinden, die eine Nähe zu den Palästinensern zeigen? Genau, wir haben darüber gesprochen. Wir sprechen über all diese sensiblen Themen auch. Und da geht es vor allen Dingen um diese Bewegung BDS, boykottieren und nicht investieren und so weiter. Das heißt, kauft keine Waren, genau, die in der Westbank ganz über israelische Firmen nach Deutschland kommen und das Label haben, Made in Israel. Genau, und wir kritisieren ja die Siedlungspolitik. Und natürlich sollte man auch nicht Waren von Siedlern aus der Westbank kaufen. Aber wir lehnen ganz klar diese Bewegung BDS ab, weil das natürlich die Grenzen zu Antisemitismus sind auch fließend. Wir stehen an der Seite von Israel, das ist ganz klar, ist bei uns ja auch Staatsräson. Und ich fand die Reaktion von Netanyahu jetzt auch übertrieben bezogen auf das Jüdische Museum. Aber wir sprechen über all diese Feinheiten sehr offen und ehrlich, auch mit vielen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Ja, dann fahren Sie jedes Jahr hin und gucken wir mal, ob sich nächstes Jahr was ändert. Hat sich überhaupt was geändert in den letzten 20 Jahren, wo Sie da hinfahren? Also ich habe, das sage ich sehr ungern, aber das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ja. Und es wird immer schwieriger, die Zwei-Staaten-Lösung zu vollenden oder zu verwirklichen überhaupt. Und die Spaltung der zu wollen, auch das, es sind immer weniger, die sie überhaupt noch vertreten. Wir kommen uns manchmal vor, als ob wir die letzten Mohikaner sind, die das noch vertreten, daran noch hängen. Und vor allen Dingen, die Realitäten in der Gesellschaft, also auch bei den Palästinensern geht die Spaltung der Gesellschaft doch, sieht man ganz klar, und bei den Israelis genauso, ja auch bei den Jüdinnen und Juden. Es gibt die Aufgeklärten in Tel Aviv, ja, die eher säkularen, und dann gibt es diejenigen, die orthodox leben in Jerusalem, die auch den Staat ablehnen. Also das ist schon sehr gespalten, die Gesellschaft auf beiden Seiten. Und viele, viele der jungen Israelis wollen nach Berlin. Ja, das ist toll natürlich. Tel Aviv ist eine tolle Stadt, Berlin ist eine tolle Stadt, und da gibt es einen lebendigen Austausch. Ja, und immer mehr kommen dann auch. Genau. Das ist auch schön, dass so viele Jüdinnen und Juden in Berlin leben. Das machen Sie jedes Jahr als Dienstreise. Da haben wir jetzt mal einen Einblick gekriegt, wie es da aussieht. Es wird, Sie sagen, immer schlimmer. Kommen wir mal zur Innenpolitik. Diese Woche wird ja im Bundestag oder seit ein paar Wochen wird gegrummelt. Und ich hatte es ja gestern in meiner Sendung Andruck der Pressetalk, das Thema: bricht die Koalition? Will die SPD aus der Koalition raus? Wollen die den Kanzler, die Kanzlerin auswechseln in der Periode? Ihr Genosse Johannes Kahrs von den Seehamern hat gesagt, wenn das passiert, dann steigen wir sofort aus, dann gibt es sofort Neuwahlen. Was ist denn los bei Ihnen? Also ich gehe da fest davon aus, dass die Koalition bis 2021 hält. Also dafür sind wir gewählt. Überhaupt nichts. Und beteilige mich daran auch nicht, sondern wir sind bis 2021 gewählt. Wir haben einen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern und wir haben einen Koalitionsvertrag auch nicht nur für ein Jahr oder für zwei Jahre geschlossen, sondern für eine gesamte. Haben Sie beschlossen. Ja, wir haben aber erstmal für eine gesamte Legislaturperiode beschlossen. Da steht auch viel drin, was wir abarbeiten wollen. Und es gibt jetzt erstmalig so eine Halbzeitbilanz, die machen wir dieses Jahr.
Vermutlich ist der Höhepunkt unser Parteitag im Dezember bei der SPD, wo wir natürlich noch mal sehr sorgfältig analysieren, wie arbeiten wir in der Koalition, funktioniert das, welche Themen müssen wir noch mehr voranstellen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Koalition fortsetzen. Ja, nach jetzigem Stand müsste man auch sagen, wir sind sehr erfolgreich in der Koalition. Absolut. Ja, also ja. Wozu wollen wir die brechen? Genau, wir setzen ja viele unserer Themen durch. Und man kann ja wirklich sagen, die maßgeblichen Initiativen kommen von der SPD. Ich hoffe, dass das auch unsere Wählerinnen und Wähler wahrnehmen. Das war schon das Problem in der letzten Legislaturperiode, nicht? Wo Sie alles durchgesetzt haben. Ja. Frau Merkel hat gesagt, wählt mich, ich habe das gemacht. Ja, wenn man allein mal guckt, Arbeitsmarkt und Soziales mit Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister an der Spitze, wie erfolgreich da Politik gemacht wird, nicht? Wie wichtige Initiativen vorangebracht werden, zum Beispiel die ganze Frage Zukunft der Arbeit, nicht? Oder Arbeit der Zukunft, wie arbeiten wir in der Zukunft, aber auch die soziale Sicherung mit der Grundrente, Menschen eine Chance geben, die bisher noch keinen Platz am Arbeitsmarkt haben. Das sind alles SPD-Initiativen. Ja, aber es verfängt ja offenbar nicht. Die neuesten Umfragen von gestern zeigen wieder, die SPD nimmt wieder ab. Statt nach den letzten Erfolgen, dass sie jetzt 22, 23, 24, irgendwie verfängt das nicht. Ja. Und kann es nicht daran liegen, dass man dann auf dem Parteitag sagt, es hat ja alles gar keinen Sinn, was wir machen. Wir müssen unser Profil in der Opposition schärfen. Da gibt es ja die Gruppe um den Juso-Vorsitzenden, der das meint. Also ich bin ja ganz klar für diese Koalition. Ich habe auch dafür geworben, dass wir sie bilden, auch wenn es natürlich keinen Spaß macht und jeden Tag wieder schwierig ist mit der Union. Ich ringe ja auch bei anderen Themen aus meinem Arbeitsbereich jeden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen von der Union. Hätte Opposition mehr Spaß gemacht? Nein, da komme ich jetzt dazu. Und vor allen Dingen, da setzen Sie gar nichts durch. Ja, das ist ja mein Hauptargument gewesen. Wenn wir die Gesellschaft gestalten wollen, und das ist unser Auftrag als gewählte Politikerinnen und Politiker, wenn ich Berlin-Mitte als Abgeordnete verbessern möchte für die Menschen, die dort leben und arbeiten. Da muss ich regieren, da muss ich gestalten können. Sie sind ja auch Kreisvorsitzende für Berlin-Mitte, deswegen mittendrin. Wir machen eine kleine Werbepause, können zu Hause mal weiter diskutieren und dann sind wir wieder da mit Dr. Eva Högle von der SPD-Fraktion im Bundestag und gleichzeitig Bezirksvorsitzende der SPD in Mitte. Genau. Bis gleich.